Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Ich bin jetzt leicht am Hyperventilieren, weil die Firma Zylindermower Germany zusammen mit der Firma Rasenspecht ist heute hier bei uns gerade angekommen und sie haben ihn dabei, den Falkenstein, den Handspindelmäher Made in Germany. Ich bekomme ihn heute natürlich für ein Video. Ich werde euch den Mäher ausführlich vorstellen. Jetzt schauen wir uns erstmal an. Erster Eindruck. Wie sieht das neue Gerät aus? Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich. Viel Spaß mit dem Video. Wir gehen da jetzt mal hin. Yeah! Herzlich willkommen! Yeah! Oh Mann. Melanie, grüße dich. Ja, hallo. Alex, hi. Yeah. Hallo Andreas. Ja, ihr habt ihn also dabei. Ihr seid fertig. Ja, ihr habt es geschafft. Wir sind fix und fertig. Ja. Nervlich am Ende. Also wir haben natürlich schon vorher ein bisschen gesprochen. Es ist wirklich ein Drama, so ein neues Gerät auf den Markt zu bringen. Also schlaflose Nächte, große Krisen. Jetzt sind aber tatsächlich die ersten Rasenmäher zusammengeschraubt. Und vielen Dank dafür, einen der ersten Handspindelmäher, einen der ersten Falkensteine, sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Der Falkis, den kriege ich, um ihn euch natürlich zu präsentieren. Und ich habe ihn selber noch nicht gesehen, tatsächlich noch nicht gesehen. Doch ein Foto habe ich schon gesehen, hat er schon geschickt. Und ja, jetzt los, raus, komm, jetzt ran hier, jetzt wollen wir mal sehen. Ui. Und da ist ein Falkenstein. Cool. Cool. Orange. Oh wow. Ja, ganz neu. Habe ich noch niemals gesehen. Ich meine, ich hatte ihn ja schon mal in der Hand gehabt, aber das ist jetzt hier schon ein deutlich verbessertes Teil, Alex. Deutlich verbessert. Der Fangkorb ist jetzt eine absolute Neuheit für mich. Den gab es ja noch nicht am Anfang. Genau, wir hatten erstmal so ein Netz, so ein genau. Netzfangkorb zum Testen, wie der Einbruch so ist, aber jetzt haben wir einen serienreifen Korb. Cool, holen wir mal raus. Oh, meine Nummer 5. Also ich habe tatsächlich die Nummer 5 hier. Jeder kriegt eine Nummer? Jeder kriegt eine Nummer, Christian? Ja, ja. Also die Nummern sind fortlaufend. Schönes Schildchen. Ja. So, ja denn. Ich fasse ihn nicht an. Also ihr müsst das noch machen. Sehr gut. So ein Gerät muss man natürlich auf die Südkante tragen. Hier sieht das schon mal gut aus. Oh, sehr schön. Cool. So, jetzt einfach nach hinten umdrehen, drauflegen. Genau, einfach auf den Boden schmeißen. Keine Ahnung. Auf den Boden schmeißen. Oh! So, ja, ein paar Worte jetzt hier mal zum Untermesser, zur Spindel. Du sagst es gerade, ihr habt jetzt hier einen speziellen Winkel geschliffen, also jetzt diesen Frontwinkel hier. Den Frontwinkel vom Untermesser haben wir auf 11 Grad. Okay. Und wir haben es noch angeschrägt, so dass das Untermesser erst bei 2,8 mm die Grasoberfläche streifen würde. Also damit man auch richtig schön tief mähen kann. Man könnte theoretisch auf 3 mm mähen, aber Anschlag ist bei der Frontrolle bei 4 mm und geht hoch auf 25 mm. Aber da muss man natürlich mit dem Spindelmesseranzahl aufpassen. Ja, ich habe jetzt hier eine 8-Messerspindel bekommen und du sagtest, die geht von 8 mm bis ungefähr 15 mm. Also für mich optimal. Optimalen Schnitt bekommt man da mit in Schnitthöhlenbereichen von 9 bis 15 mm. 9 bis 15 mm. Und ich habe ja 12 mm Schnitthöhe. Sollte also jetzt vom Schnitt her für meine Rasenfläche perfekt sein. Genau. Da sind wir gerade noch so über dem Rippchenmuster, bevor sich ein Rippchenmuster bildet. Okay. Wenn man jetzt auf 5 mm einstellen würde mit der 8-Messerspindel, könnte es sein. Okay. Wir haben es noch nicht gesehen. Im Test. Wollen wir mal ausprobieren. Ich war auch auf meiner Fläche auch noch nicht auf 5 mm, also nur bei 7. Okay, und da war noch nichts zu sehen. Da war noch nichts zu sehen. Alles klar. Rippchen, ne, für die das nicht wissen. Also alle normalen Handspindelmäher, die ihr im Baumarkt oder sonst wo kaufen könnt, machen Rippchen. Mein alter Brill-Handspindelmäher, habt ihr hier mal ein Video vielleicht, machen Rippchen. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen natürlich eine ganz gleichmäßige, glatte, sauber geschnittene Rasenfläche. Und deswegen hat Alex hier eine sehr spezielle Übersetzung eingebaut,
um auf die richtige Schnittfrequenz zu kommen, um auf die richtige Anzahl Schnitte pro Meter zu kommen, damit es eben diese Rippchen nicht gibt. Und das ist hier realisiert und das kriegt ihr sonst nirgends. Also, na gut, bei Profigeräten, bei... Wir sprechen hier von einem Handspindelmäher. Beim Handspindelmäher kriegt ihr das nicht. Genau. Gut. Einstellung. Jetzt müssen wir dann den Schnitt einstellen. Genau, wir haben zwei Rändelschrauben links, rechts. Wir brauchen nichts von unten Konter. Wir haben keine Kontermutter. Okay. Wir drehen einfach im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Okay. Sprich, im Uhrzeigersinn drehen wir den Spalt auf. Ja. Da entfernt sich die Spindel vom Untermesser. Man sieht das ja. So, und wenn man gegen Uhrzeigersinn dreht, dann kommt die Spindel zum Untermesser. Ja, man sieht ja, wie er rankommt. Genau. Das kann man ja schon mit dem bloßen Auge sehen. Und deswegen sollte man beim ersten Mal das... Jetzt hat er schon Kontakt. Jetzt hat er schon Kontakt, ein bisschen weg. Gut, kontaktloser Schnitt ist dein Ziel gewesen. Kontaktloser Schnitt ist mein Ziel. Das heißt, keine Berührung, damit auch ein geräuschfreies Mähen. Genau, wir haben ihn erst gestern geschliffen. Das kann sein, dass wir jetzt noch ein bisschen Schleifstaub drauf haben. Ja. Das ist jetzt kontaktlos. Das klingt doch schon toll. Ich brauche mal einen Streifen. Melanie, brauchen wir mal einen Streifen jetzt? Wir haben jetzt einmal dünnes Papier. Das ja. Unter 80 Gramm, und das ist, glaube ich, 120. Machen wir mal 80 Gramm. Ich nehme immer 80 Gramm. Genau. So, jetzt musst du mal mithalten hier mein... Also 80 Gramm ist optimal. Kann ich jetzt hier von Hand anfassen? Nee, so nicht. Nee? Ich würde immer hier oben anfassen. Da bist du im geschützten Bereich. Wenn du die andrehst, da kann man sich verlassen. Setz dich mal seitlich. Keine Ahnung. So, also jetzt hier einfach so zack. Oh, genau, nee. Jetzt stellen wir einfach ein bisschen zu. So. Ei! Jetzt das wollten wir hören. Andere Seite? Ja, noch ein ganz bisschen. Ja, siehst du, der Mac. Ja, klar. Ja. Ich drehe jetzt falsche Richtung, Entschuldigung. Also, das ist schlecht. Gegen Uhrzeigersinn ist. Ah! So, jetzt haben wir aber Kontakt. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr feinfühlig. Okay. Jetzt würde ich einfach nach Gehör gehen. Also, der schneidet jetzt überall, ne? Oh. Jetzt fliegen die ganzen Papierschnipsel. Das hat jetzt keiner gesehen. Aber wir wollen es kontaktlos haben. Also muss noch ein bisschen zurück, ja? Warte, ich mach das eben. Ist er gleich weg hier? Ich mach das jetzt nach Gehör. Stell immer ein bisschen nach. Immer nur so halben Millimeter zudrehen, links, rechts. So, jetzt habe ich es kontaktlos. Versuchen wir einen Schnitt. Okay. So. Cool. Du kannst eigentlich jedes Messer probieren. Ist fertig. Cool. Dann machen wir mal genau auf 12. So Mitte vom Strich. Also ich habe jetzt genau auf 12 gestellt. Wir können ja mal gucken. Mitte Strich. Na, nicht dann rumstellen. Wir legen das einfach drauf und kontrollieren das zeitgleich. Einmal links. Haben wir. Also ist das 11,8. Ist super. So, ich stelle jetzt auf 12 ein. Gucken wir auf den Zeiger nochmal. Ach, schön. Das ist natürlich klasse, dass der jetzt so rumliegt. Und diese Leere hier so schön. Kann man es gut sehen. Die Leere hier so schön drauf liegt. Ich kann es wirklich im Hundertstelbereich jetzt ein bisschen zurück. Jetzt das ist natürlich von der Einstelllage ist das natürlich super. Also das geht bei meinem Mäher nicht. Das ist echt, also das finde ich richtig, richtig gut. Und der Zeiger zeigt tatsächlich auf 12 mm, oder? Ungefähr, genau. Aber so eine Leere ist sowieso besser. Also ich hab ihn nicht getroffen. So 11,85, ja, 11,87. Das kommt auch natürlich auf die Walze an. 11,84. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte. 11,95. Naja, ja, ein gut. Zehntel. Ein Zehntel. Das ist okay. Ich würde sagen, also genauer kriege ich meinen Mäher auch nicht eingestellt. Ja, cool. So, eingestellt, 12 mm. Gewünschte Schnitthöhe, 12 mm. Also umkippen und losmähen. Also wenn der hier so auf der Rasenfläche steht, es ist der Hammer. Das sieht so dermaßen cool aus. Natürlich nur in der Farbe, selbstverständlich. Ja. Er sieht echt klasse aus. Orange auf Grün ist schon eine sehr gute Kombi, oder? So, ich will mal erstmal die Schnitthöhe messen. Wir haben hier 15 mm, ein paar längere Halme dazwischen, ganz selbstverständlich. Aber so, das sind so 15 mm. Und wir gehen jetzt auf 12, also wir mähen jetzt 3 mm runter. Perfekte Voraussetzungen. Ein Drittelregel, muss ich keinem erzählen. Ist überhaupt kein Thema. Alex, einverstanden? Einverstanden, die ein Drittel. Abgenommen der Rasen?
Der Rasen ist ein Traum. Danke. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So gut hattest du noch nie. Das nee, also so gut war er noch nie. Wenn man jetzt guckt, ja, es ist wirklich wie im Himmel. Das ist wie im Himmel. Das ist nicht schlecht. Okay, gut. Ich stecke mal jetzt das Mikro an. Danke. Okay, also zurückschieben, ne? Freilauf, vorwärts. Praktisch keine Geräusche. Wir haben leider sehr viel Wind, das ist, tut mir leid. Okay. Jetzt würde ich fast sagen, er könnte noch ein bisschen tiefer. Noch eine Position tiefer. Ich müsste sogar auf. Du würdest auf die unterste gehen, ne? Oder nicht? Ach so, ja, nee. Ist zu tief? Das sind 12 mm. Wieso ist das zu viel? Boah! Boah, was für ein Schnitt. Leute. Ist ein bisschen tiefer. Also er drückt wahrscheinlich durch das Gewicht relativ stark jetzt in den Boden rein. Das heißt, die tatsächliche Schnitthöhe ist ein bisschen tiefer als die eingestellte. 10, 11. Also. Ja, Gewicht ist schlicht, ne? Ja, das ist super. Ich würde ihn ein bisschen höher stellen. Warum? Ja, weil ich. Ja, sieht toll aus. Das will ja Grosses doch. Aber ich wollte ja nicht gleich auf 10 gehen. Egal. 10, ist egal. Leute, ist egal. Gibt es irgendeine Markierung? Eigentlich muss man nach der Heckrolle oder ein bisschen nach der. Die Frontrolle ist auch genau 40. Ich würde mich nach der Frontrolle hier orientieren. Leicht überstehen lassen, ne? Ja. Natürlich sehr windig heute, ne? Also ich finde tatsächlich erste, also wirklich ganz spontan erster Eindruck, ich mähe nicht gerade. Jetzt wollte ich nicht sagen. Aber er wirft ein bisschen drüber weg. Ne? Liegt am Wind. Wegen Wind auch. Ja. Das Leitwerk ist auch ganz nach oben gestellt. Achso, das kann man verstellen. Oh nein, ja, der muss ein bisschen runter. Das Leitwerk ist auch ganz oben. Okay, das ist so weit oben. Genau. Wie kann man das verstellen? Ganz ah. Aber ich würde nicht viel verstellen. Doch, ich würde mal ein bisschen runter. Ich das ist zu viel, Andreas, glaube ich. Nein. Bitte. Also die Scheibe, der Scheibenrand ist oben an der Kante dran. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob der. Hat ein bisschen nachgelassen, ne? Ja. Wir haben jetzt das Messer so ein bisschen abgedrückt. Ja. Jetzt, das ist minimal. So. Ja. Ich mache das immer nach Gehör. Okay. So. Gut, Leitblech ein ganz bisschen runtergebogen. Es ist auch windig, ne? Muss man dazu sagen. Das hört sich ja noch besser an jetzt. Jetzt macht er überhaupt keine Geräusche mehr. So soll der eigentlich laufen. Ey, schon cool. Leute, das ist ein super teures Spielzeug. Ich weiß, ein super teures Spielzeug. Aber es ist ein super geiles Spielzeug. Ah, jetzt fehlt dir eine Ecke. Dann gucken wir mal, ob er jetzt völlig schief wieder gemäht. Wir müssen in die Sonne. Hier schon die Kante haben wir längst geschnitten hier. Kann man damit sonntags gehen? Aber sowas von, also da kann man sowas von zu jeder Tages- und Nachtzeit mit mähen. Das ist, also sowas Leises habe ich noch nicht gehört. Ich habe so einen schönen Rasen noch nicht gesehen. Was? Besonders, weil ich jetzt hinter der Sonne stehe. Ja, das ist die Sonne, die macht das immer so schön. Hier, Schnucki, film das mal. Wir stellen ihn mal hier so drauf und mehr machen wir jetzt gar nicht. Wir wollen ja nicht zu sehr verwöhnen. Also es wird noch mal ein ausführliches Video geben. Das war jetzt wirklich der
allererste Eindruck, ohne irgendwelche Proben. Das Ding ist nagelneu. Ich habe immer noch schon Schnappatmung, so aufgeregt bin ich. Da kommt natürlich jetzt ein ausführlicher Test. Mehr gibt es heute nicht. Ein ausführlicher Test. Aber ihr wisst ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ganz wichtig. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und der war mega. Cool, Alex. Ja, freut mich. Sehr cool. Wahnsinn. Oh, ey, zieht euch das rein. Oh. Ja, cool. Das ist schon schön, weil das so leise ist. Und sportlich.